Der erste Tag der Gamescom. Und ich hatte die Kamera im Kofferraum, weswegen wir die Fahrt nicht filmen konnten. Nord ist geradeaus. Komm. Nee. Nord ist geradeaus. Oh, hi. Hallo. Hallo. Das ist Elvis. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon. Hallo. Und Tammy, das ist vielleicht sogar noch ikonischer. Moment. Hi, ich bin Tammy. Oh Gott. Und ich bin Bob. Ja, und wir gehen dann jetzt mal in die Presselounge, weil wir coole Pressetypen sind. Vor allem sie ist ein Typ. So, nun sind wir hier drin und suchen gerade das Pressezentrum, weil das nicht mehr da ist, wo es sonst immer war. Hi, ich bin auch dabei. Du bist auch dabei, hab doch gar nicht gemerkt. Ja, was hier heute so als Fachbesucher durchgeht, was einem hier geboten wird, das ist ja schon, also wirklich, na gut, dass ich Presse bin, ist eigentlich auch eine Schande irgendwie. Naja, egal. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Einstellung, wo auch immer die sein wird. So, wir haben die Presselounge gefunden. Der überall etwas versteckt, weil die andere gesperrt ist, weil Angela Merkel da drin gerade auftritt. Was fällt dir eigentlich ein? Ja, auftritt nicht, die hält sich da gerade auf. Ach. Warum kann die nicht so tun, als wäre die auch irgendwie Mitglied von der Presse? Das ist ganz normal, steht dann da so rum, setzt sich dahin, nimmt sich einen Kaffee für 10 Euro. Ich glaube, du bist sie wirklich hier. Das wäre voll lustig, wenn die jetzt hier einfach so reinkommen würde. So in Freizeitkleidung. Ja, da wären mehr Sicherheitsmänner hier, vermutlich mal. Ich hoffe mal. Das wäre ein bisschen zu leicht. Soll ich dich mal aufnehmen? Ja, nimm du mal die Kamera. Das ist Louis übrigens. Das sind seine Füße. Und wir warten gerade auf Justin. Ach, Justin, Alter. Immer zu spät. Der wahrscheinlich nicht auftauchen wird. Wann taucht Justin schon mal auf? Naja, jedenfalls. Und die Presse-Lounge ist viel schöner als die vom letzten Jahr. Die ist klasse, allein diese Lounge tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht mal, ob man hier drin aufnehmen darf. Das weiß ich auch nicht. Ja, mir ist auch gerade etwas warm. Naja. Ich glaube, meine Weste ziehe ich nachher irgendwann aus. Hallo, das ist Justin. Den kennt ihr, glaube ich, auf diesem Kanal hier noch nicht, weil ich das auf dem Pony-Kanal zuletzt hochgeladen hatte. Das ist Justin, Alter. Vor allem, weißt du, was das Lustige ist? Immer, wenn ich irgendwo bin, wo du bist, ne, und irgendwelche Leute, die deine Videos gucken, sind, das Erste, was ich höre, ey, das ist Justin, Alter. Ich bin so, Alter, das ist so lustig. Komm schon, das ist so lustig. Ja. Wie armselig sind die Leute, die jetzt gerade am PC sitzen und sich das hier angucken? Das muss schon ziemlich arm sein, also das ist halt... Sehr arm. Schneide so richtig, da raus. So richtig, richtig widerlich. Also das ist auch jeder Einzelne, der das macht, ist einfach so ein ekelhafter, dreckiger, ungewaschener. Also wirklich, ich bin einfach entsetzt. Ihr seid alle scheußlich. Ich hasse euch. Schatz, ich bin zu Hause. Hier werde ich wahrscheinlich über die nächsten Tage sehr viel Zeit verbringen. Stimmt, ja. Aber ja, Reaper stand hier letztes Jahr. Mann, das ist ja Blizzard. Mann, toll. Ich meine, Blizzard. Aber WoW ja nicht da. Doch schon, aber war gleich auf jeden Fall. Weil hier will ich auf jeden Fall gleich rein. Das ist praktisch obligatorisch. Ich glaube, man kann ja das nächste Patch nämlich testen und das ist sowieso etwas, das ich gerne machen will. Dann gehen wir Hardcore Raiden hier in der kurzen Zeit. Bro. Bro. Louis hat eine Reiserakete aus World of Warcraft entdeckt und er ist gerade
der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Das ist sehr schön, die habe ich vor ein paar Jahren mir mal gemacht. Das Ganze, er hat gesagt, hat sie sich vor ein paar Jahren mal beschafft. Problem ist, er ist zu groß, ich kriege ihn nicht ganz drauf, aber es ist wunderschön. Wir spielen jetzt hier WoW. Es wird anscheinend ein Mythic Dungeon, den wir jetzt zu fünft hier spielen. Ich habe noch nie World of Warcraft gespielt. Ja, du wirst ein Feuermagier spielen, weil das spiele normalerweise ich. Und das bedeutet, ich kann dir voll gut helfen, was du zu sagen hast. Und dir sagen, dass du voll schlecht gespielt hast. Ich werde versagen. Ja, es ist halt auch relativ einfach zu spielen. Und okay, ja, das ist... Wie sollen wir denn überhaupt einen Boss gewinnen? Ich weiß nicht, wenn die drei noch nicht... Ich meine, Tank und Heiler ist ja alles, was man theoretisch braucht. Eigentlich wollen wir uns. Haben die auch Minecraft? Es hat Craft im Namen, also. Ja, okay, war nice mit euch. Hallo. 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 War nice mit euch, danke, ja. Das war lustig. Wir werden wahrscheinlich hier relativ viel rumhängen in der Gegend. Ja, wir hören es bestimmt. Von daher sehen wir uns womöglich sowieso. Man sieht sich, gell? Bis dann. Bis dann, ciao. Gute Nacht. Ja, aber allerdings hat mir leider nur mich, der ein absoluter Overpro war, und das konnte es leider auch nicht reißen. Aber sie hat das auch ganz gut gemacht, sie hat Feuermagier dann gespielt. Ja, das war schon in Ordnung. Du bist nicht übermäßig oft gestorben und du hast angegriffen. Mehr als wir über unseren anderen Todesritter da sagen können. Ja, es fehlte einfach an Heilung. Olli hätte sich im Grab umgedreht. Ein Gruß an dich, Olli. Eine Gruppe mit einem Heiler, der nicht richtig heilt. Ah. Und DDs, die denken ständig Pullen. Ich habe leider nur den ersten Boss dann gesehen. Naja, gut, weiter geht's. Jetzt haben wir hier gerade so ein paar lustige Mobile-Game-Dinger, die man auf dem Fernseher spielen konnte, gemacht. So ein paar Minispiele. Das war eigentlich ganz unterhaltsam. Und ja, jetzt sind wir hier in der Seelenverkäuferhalle, weil hier Ubisoft ist und Konami ist hier sogar auch. Mein Gott, das wird ja immer schlimmer. Und dahinter ist EA. Und ich guck mal, vielleicht ist ja bei Battlefront keine Schlange. oh Mann. X-Wings und das ist voll toll, aber ich hab jetzt. Ja, wobei die Schlange ist noch relativ kurz. Das ist fucking laut hier. Aber ich will Battlefront testen. Wir müssen das wohl früher oder später machen. Also vielleicht lieber früher als später. Ja, jetzt stehen wir hier für die Raumschlachten von Battlefront an. Ja, danach vielleicht noch Bodenschlachten. Mal sehen, ob ich danach Lust habe, mich dann nochmal anzustellen oder ob du dann noch Lust hast. Aber ich meine, dafür sind wir ja schließlich heute hier. Wir haben jetzt ganz viele tolle Assassinen. Ich will auf die andere Seite, da sind die Assassinen, die ich auch kenne. Also ich meine gut, den letzten kenne ich auch wieder, der Pirat. Aber dazwischen gibt es eine Menge, die ich nicht kenne. Alle Assassinen. Ziemlich sicher. Eine Menge tolle Sachen da hinten auch wieder. Headcrabs und so weiter. Ach, jetzt sind wir in der Merchandise-Halle und hier ist Blizzard-Zeug. Ich habe gerade schon wieder geweint, weil ich mir nicht den 170€ Reaper kaufen kann. Der ist voll cool. Und allgemein sind alle voll cool. Aber ich werde sie mir halt nicht kaufen, weil das alles zu teuer ist. So, jetzt haben wir hier gerade nochmal so ein cooles Spiel, ein Indie-Spiel getestet. Und das war sehr neues. Das ist eine coole Widowmaker. Das ist doch wohl unerhört hier. Du Das Ende ist nach, ich bin nervös, ja. Das ist doch, also wirklich, ich bin wirklich zutiefst erschüttert. So, jetzt filme ich mich gerade nochmal selber. Ich stehe hier für Battlefront an. Mein Mund filme ich. Die gute Lara ist jetzt gerade noch mal hier kurz alleine unterwegs. Beziehungsweise hat sie hier einen alten Freund getroffen und mit dem ist jetzt noch mal kurz unterwegs, weil ich mich halt noch mal bei Battlefront anstellen wollte. Und ja, mit ihr treffe ich mich dann nachher wieder. Und es ist jetzt irgendwie 5. Und ja, das ist
jetzt nicht die tollste Kameraeinstellung aller Zeiten. Ja, ich will ja nicht so rumschreien, deswegen gehe ich so nah ran und dann sieht man halt nur das. Ich könnte auch so filmen. Das ist nicht wunderschön. Ja, und jedenfalls in die Nase rein ist auch gut. Ach, schön, ich war. Ja, so läuft das jedenfalls. Battlefront. Ich habe vorhin ja schon mal die Raumschlacht von Battlefront gespielt. Aber jetzt wird es Zeit für die Bodenschlachten. Das interessiert mich nämlich sehr. Das ist das einzige Spiel, das wirklich auf meiner Liste steht. Gut, dann sehen wir uns wahrscheinlich, nachdem ich hier eine Stunde oder so angestanden habe. Wir laufen gerade aus dem Messegebäude heraus. Der erste Tag der Gamescom ist erfolgreich umgebracht. Naja, was heißt der erste Tag der Gamescom? Es ist ja eher der Pressetag, der nullte Tag sozusagen. Und ja, Luz ist recht gut drauf, wie es scheint. Ich auch, ich bin nur ein bisschen K.O., meine Beine tun weh, ich bin das Laufen nicht gewohnt. Ich bin alt. Und ja, soweit war es echt richtig schön. Ich weiß nicht, was man dazu eigentlich noch sagen soll. Ja, die Videospielindustrie war ein Fehler. Wir sind fast schon wieder zu Hause. Oh. Boah, sieht das schön aus, Luz. Du mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund. Ich sehe immer schön aus. Ja, jedenfalls. Wir sind jetzt fast in Wuppertal. Gleich neben Mettmann. 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 Der Ort heißt wirklich Mettmann. Es wäre echt toll, wenn Drachenlord dort wohnen würde. Vielleicht sollten wir irgendwas über die Gamescom reden. Drachenlord. Drachenlord. Den haben wir heute leider nicht gesehen, Drachenlord. Bedauerlicherweise nicht. Das wäre sehr schön gewesen. Das wäre sehr lustig gewesen. Hätte ich Olli von ihm grüßen müssen. Ja, und jetzt gehen wir noch zu einer Grillparty. Da, zu Danny. Zu Danny. Vielleicht mache ich da auch noch Aufnahmen von, mal sehen. Ja, mal schauen. Jedenfalls hatten wir heute einen tollen, aber anstrengenden Tag. Und hey! Nachher schreibe ich noch einen Artikel. Luz schneidet noch das Video hier. Ja. Und gute Nacht. Ja, gute Nacht.